Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind Iris und Bernd C. und wir glauben immer noch, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Ja. Und um Richtungshilfen geht es hier. Heute wieder einmal von unserem Balkon, unserer Loggia, weil draußen ist es so ein bisschen diesig. Ja, heute am Dienstag, es hat schon geregnet heute Morgen beim Spazieren, dachte ich mir, nee, wir machen das heute mal drin. Und es ist schwül, es ist warm, es ist T-Shirt-Wetter. So. Und wir haben hier einen leckeren Cappuccino am Start. Jetzt ziehen wir wissen, das wird ein sehr guter Pop. Okay. Und heute geht es ja auch um ein paar Sachen. Es geht heute um Saatgut oder um Wachstum, um Faktoren dazu. Es geht um Kommentare, es geht um ein neues Gewinnspiel, um die Auflösung des anderen. Da warten ja einige drauf. Und es geht um einen Witz, mit dem fange ich nämlich wie immer an. Komm rein. Okay. Wenn es regnete, sagte der optimistische Farmer, danke Herr, dass du unser Getreide bewässerst. Der Pessimist sagte, ja, wenn das noch lange so weitergeht, verfaulen die Wurzeln und wir bringen nie eine Ernte ein. Wenn die Sonne schien, sagte der optimistische Farmer, danke Herr für den Sonnenschein. So bekommt unser Getreide all die Vitamine und Mineralstoffe, die es braucht. Wir werden dieses Jahr eine großartige Ernte haben. Nein. Der Pessimist schlug ihn zu. Ja, aber wenn das noch lange so weitergeht, werden unsere Pflanzen vertrocknen. Dann haben wir nichts, womit wir unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Eines Tages gingen diese beiden Farmer miteinander auf Wildgansjagd und der optimistische Farmer hatte seinen neuen Jagdhund dabei. Er war so stolz auf das Tier, dass er es kaum erwarten konnte, es fortzuführen. In einem kleinen Boot fuhren sie auf den See hinaus und warteten. Bald darauf flog eine Gans über sie hinweg. Peng! Der optimistische Farmer schoss die Gans ab und sie fiel mitten in den See. Er wandte sich um zu seinem Freund und sagte, jetzt pass mal auf, was mein Hund kann. Sein Hund sprang aus dem Boot und rannte über die Wasseroberfläche, holte die Wildgans, rannte den ganzen Weg zurück und legte sie vorsichtig ins Boot. Über die Wasseroberfläche. Der optimistische Farmer grinste von einem Ohr zum anderen. Wow. Triumphierend sah er seinen Freund an und meinte, na, was sagst du nun? Der pessimistische Farmer schüttelte den Kopf verächtlich. Genau wie ich dachte, entgegnete er. Dieser Hund kann noch nicht einmal schwimmen. So, wir alle kennen solche Leute, die vor Optimismus strotzen und die vor Pessimismus genau das Gegenteil tun. Also die in allem immer was Negatives sehen. Ja, jemand sagte mal, bei den Pessimisten ist das Glas immer halb leer. Bei den Optimisten ist es halb voll und bei den Psalmisten fließt es über. In dem Sinne, Psalm 23, lies es nach, steht drin, dein Becher fließt über. Ja, meine Augen, wenn das gefällt mir. Wollte jetzt nicht mit dem Kaffee, Gott sei Dank, das wäre jetzt eine Sauerei, aber in anderer Weise ist es gar nicht so schlecht. Ja, für die wichtigste Aussage überhaupt gibt es einige Faktoren zu beachten. Ich spreche ja als Fachmann, ich bin ja gelernter Blutsieg. Was das ist, sage ich nachher. Weil wir wollen eine Ernte einbringen und die Faktoren sollten wir kennen. Und welche Faktoren das genau sind und wie ich hiermit aktiv meine Ernte beeinflussen kann, darum geht es dann gleich nach der Verlosung und den Kommentaren von letzter Woche. Und ich hoffe, dass es nicht so stört. Wir haben ja hier die Hauptstraße direkt neben unserem Haus und da ist schon was los. Und irgendeiner werkelt da mit einem elektrischen Gerät. Aber wir haben ja unser gutes Mikro hier vorne stehen, deswegen hoffen wir, es stört nicht allzu sehr. Jetzt freue ich mich aber auf das Gewinnspiel. Auf die ja, Kommentare. Ich auch. Zeigst du nochmal, was wir verlosen? Das liegt auf deiner Seite. Ich zeige erstmal, was wir verlost haben. Ja, meine Stopp, was wir jetzt auslosen. Ja, genau, was jetzt gezogen wird. Okay, das weltbeste Hörbuch über Quality Time in Deutsch. Das einzige. Und? Uiuiuiui. Und uiuiui, genau. Die? Oh, 30 Chipstüten. Sind es noch 30 oder 50? Wir sind noch da. Alles noch da. Alles noch komplett. Wir haben gut drauf aufgepasst und haben uns alle beherrscht. Gell? Genau. Super. Okay, dann
kommt unsere Glücksfee heute mal. Ja, ziehen wir mal den Gewinner oder die Gewinnerin des ersten Hörbuchs. And the winner is Daniel Wocke. Hey Daniel, war ich schon mal zu Gast, du hast gewonnen. Also wie immer kurz eine E-Mail mit Postadresse, dann müssen wir nicht alles raussuchen und dann bekommst du zeitnah dein Hörbuch geschickt. Herzlichen Glückwunsch. Also ich glaube, ich sehe seine Frau morgen früh, das könnte ich... Dann ist das erledigt. Gib's mir mal hier. Ich gebe es jetzt hier. Ich steck's mal ein. Wie bringt's Wenn was schief geht, mit? Mailen. Genau. Zweites Hörbuch. Zweites Hörbuch. Seid ihr gespannt? Okay. Na. Wer kann das sein? Das müssen wir jetzt ändern. Ja. Das ist nämlich die Frau von dem Gewinner von eben. Ah, zweimal. Okay. Was haben wir jetzt? Die Melanie Euer hat das zweite Buch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Melanie. Und mal gucken. Jetzt kommt die Chips-Tüte. Jetzt kommen die Chips. Ich will mal ein bisschen tiefer hier. Fühle mal ein bisschen tiefer. And the winner is... Gewinner ist. Wie ist? Ein biblischer Name. Rebecca. Rebecca hat die Chips gewonnen. Rebecca, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das ist unsere jüngste Zuschauerin gewesen letzte Woche. Und die freue ich mich ganz besonders. Ja. Genieß die 30 Tüten und teile sie auch mit deinen Geschwistern. Und der Corinna bringe ich einen Trostpreis mit zum Hörbuch. Genau, du kriegst einen Trostpreis. Also zweimal dasselbe wäre, glaube ich, doof. Ja, doof und langweilig und. Genau, das machen wir. Aber wenn du nicht gewonnen hast, schau mal, du hast wieder eine Chance. Wir haben zurzeit nur so 10 bis 15 Leute, die mitmachen bei der Verlosung. Das finde ich immer so erstaunlich bei jetzt 400 Abonnenten. Da frage ich mich mal, warum machen die anderen nicht mit? Vielleicht haben die alle schon die Sachen und sagen, boah, nee, ich mache das nicht den anderen. Aber wenn du sie noch nicht hast oder gerne gewinnen möchtest, und wir haben heute wieder ein paar besonders coole Sachen dabei. Die liegen, glaube ich, auch auf deiner Seite. Die liegen alle hier, das ist gebunkert. So, wir verlosen in dieser Woche 2 DVDs, zweimal den Film War Room. Da geht es um Gebet, eine coole Geschichte und der Film ist so richtig, richtig gut. Ah, glaubensstärkend, lustig. Der vorletzte von den Kendrick Brothers, ja, richtig gut. Also den würde ich sogar selber noch mal gerne gucken. Ich habe ihn zweimal gesehen, aber der ist richtig gut. Also den könnt ihr gewinnen, wenn ihr was tut. Ihr müsst einfach nur in die Kommentare der Pops dieser Woche reinschreiben, wie ihr euren Sommerurlaub verbringt. Mhm. Genau. Also, von Berge oder Meer. Heute Dienstag bis spätestens, wann sagst du immer, wann guckst du es zuletzt rein? Am Sonntag, früher Abend gucke ich rein und dann wird alles übernommen, was reingeschrieben wurde. Alles, was danach kommt, ist nicht mehr dabei. Also ab sofort bis später Sonntagnachmittag, früher Abend. Also in die Pops 60 bis 63 und an am Schluss alle Kommentare hierzu ist der Sonntag. Genau, aber was haben wir noch? Wir haben ja immer 3 Preise. Oh, was ist der 3. dritte? Ein ziemlich coolen Preis. Den packe ich mal aus dieser Folie raus, dann sieht man den besser. Und dann wir haben schon mal sowas verlost. Und diesmal ist sozusagen die Extended Version. Ja, ihr kennt alle den Film Inside Out oder auf Deutsch Alles steht Kopf. Das ist zwar ein Kinderfilm, aber ich sag dir, den solltest du gucken. Das ist einer von der Sorte, wo auch jeder Erwachsene richtig was lernen kann. Also ich mag keine animierten Filme, aber ein paar wenige finde ich richtig gut und das ist einer davon. Hier ist meine Freundin Joy dabei. Die Freude. Yeah. Joy sogar mit so einer Kugel, so einer Lustkugel. Wo ist sie denn? Irgendwo. Da ist so eine Kugel dabei. Irgendwie. Keine Kugel. Ich dachte, wir wären Kugeln dabei. Try me steht da. Probier mich aus. Okay, was heißt das? Nicht kaputt machen. Wir muss ich hier irgendwo drauf drücken? Ich habe keine Batterie drin. Das ist auch 4 Jahre. Vielleicht bist du zu klein. Hier ist ein Knopf. Okay, passiert nichts. Vielleicht ist wirklich die Batterie noch mit drin oder gesichert, wie auch immer. Ich weiß, dann gibt es andere Figuren, wenn die sammeln will, dann gibt es so kleine Kugeln dabei. Wahrscheinlich sieht man so Plastikstreifen raus und dann mit der Kontakt. Ja, irgendwie sowas. Also die Kugeln sind, glaube ich, nicht dabei, aber da gibt es noch Zubehör. Also wer das möchte, der kann mit dieser Konsole dann lustige Lichter machen oder irgendwie sowas. Ja. Sehr süß. Wichtig ist die Figur. Okay, die Figur die symbolisiert etwas, was mir ganz wichtig geworden ist, nämlich die Freude am Herrn. In dem Fall, für uns Christen ist das eine besondere Art der Freude. Und so ein kleines Maskottchen dabei zu haben, ist nicht unbiblisch, okay? Wenn es dich an das erinnert, was Gott für dich getan hat, das ist eine gute Sache. Und wenn du das gewinnen möchtest, diese Konsole mit Joy, dann
Schreib in die Kommentare, was ist dein Urlaubsziel für dieses Jahr? Keine Angst, wenn du bei Krogien reinschreibst, gilt es auch. Nimm doch teil. Wow, das sind ja ganz viele Kommentare. Bernd, ich weiß gar nicht, ob du zu deiner Andacht heute noch kommst. Aber ich frei heute. Wir spazieren mal durch, was ihr alles so geschrieben habt. Vielen, vielen Dank für jeden einzelnen Beitrag. Wir freuen uns immer riesig über die Interaktion mit euch, wenn so ein bisschen was zurückkommt. Und ja, eure Inputs sind mindestens genauso cool wie unsere. Und ich bin oft so ermutigt, wenn ich die Beispiele lese oder ja, was euch da bewegt. Das ist richtig, richtig aufbauend für mich, für uns. Zum Popgeisterjäger schrieb die Hera, da saßen wir im Hof vor der Backsteinmauer zum Schießen. Ich fahre vor meinen Hof und just in dem Moment, wo euer Hund heulte, fing meiner auch an zu heulen, ein kleines Wölfchen. Okay. Super. Ant Motz schrieb, das Spielzeug ist wohl einer der besten Denkanstöße aus meiner Sicht. Vielen Dank. Die Rebecca schreibt, ich will auch Geisterjägerin sein. Liebe Grüße. Das war die Gewinnerin von heute, yeah. Rebecca. Du bist schon eine. Ich habe sie reingeschrieben. Du bist schon. Die Anirock schreibt, oh, ich habe gelernt, wieder mit mehr Intensität mit Gott zu leben. Danke euch. Die Tabitha schreibt, heute bin ich auch beim Podcast dabei. Liebe Grüße, Tabitha. Die Pettifra schreibt, hallo liebe Pastorin Iris, deine Worte über die Suche nach der Liebe am falschen Ort danach zu suchen, das war sehr gut, ich erkenne mich wieder. Danke für euer beider Offenheit dafür, was Liebe trägt. Beziehungen, daran immer wieder arbeiten, in allen Beziehungen, ob zu Gott, Ehepartner, Kinder oder anderen Menschen, hat mich sehr berührt. Was eure Zuschauer aus eurem Pop mitgenommen haben, bis heute wolltet ihr wissen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dass es immer auf den Blickwinkel ankommt, dass wir Gott nicht aus den Augen verlieren sollen, egal was wir tun oder lassen. Wir dürfen immer wieder zu ihm kommen und seine Worte lesen. Sie gelten so umfassend aktuell. Wir müssen sie nur lesen und uns jeden Tag erneut auf den Weg machen, danach zu leben. Geil. Er hilft uns, er wartet auf uns. Es gibt so viele Wahrheiten in der Bibel zu erkennen. Danke, dass ihr sie uns näher bringt. Seid weiterhin ein Segen. Eure Energie, Liebe, Hingabe dafür ist so gut und wohltuend. Danke für eure wertvolle Arbeit. Herzliche Grüße, Petra. Hey, wir grüßen dich zurück von ganzem Herzen. Super. Schön, dass Vielen du Dank. Immer so teilnimmst und ja. wirklich so ja, einfach deinen Input Richtig. Auch zurückgibst. Sehr, sehr schön. Der Ulrich Eggers, wir haben voll die Prominenten. Mein Verlagsleiter. Ja, und habt ihr den Uli gesehen im Sonntagsgottesdienst, ja. als er gelesen hat und als er am Anfang, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, sein Gedicht, seine Lyrik mit unseren Poptiteln gebastelt hat. Das war cool, Leute. Wir haben ja heute Doppeljubiläum. Wir haben heute zum einen den 60. Pop. Und zum zweiten haben wir seit gestern Abend irgendwann 400 Abonnenten im YouTube-Kanal. Yes, das ist fantastisch. Cool. Danke, und wie wär's, wenn ich den, das, was Ulrich gestern gemacht hat, im Gottesdienst, das hier einfach dranhänge noch, so am Ende. Ja. Es wird euch bestimmt gefallen. Oder vielleicht dem einen oder anderen. Kannst du das natürlich auch noch in der Predigt sehen, aber die wird ja auch irgendwann geschnitten, dann ist das wahrscheinlich nicht mehr drin. Aber jetzt, wenn ich das hier reinmache, bleibt es drin. Das ist eine coole Idee. Das ist cool. Findet ihr auch gut, oder? Ja, ich will euch auch sagen. Mach mal Daumen hoch, wenn ihr das auch okay. Ja, also der Uli schrieb jedenfalls. Hallo ihr Lieben, ja, das war mal wieder ein toller Pop. Liebe ist wirklich das, was wir alle in uns tragen sollten. Der Gedanke, das Alte Testament mal aus dem Blickwinkel zu lesen, dass Gott uns alle sucht und mit uns in Verbindung sein möchte, weil er uns liebt, ist wirklich eine gute Idee. Heute habe ich 4 Pops gehört. Cool. Und teilweise auch gesehen. Und somit habe ich noch nie so viel Input von euch bekommen wie heute. Danke, dass du uns immer noch magst. Das ist total schön, Uli. Jetzt zu schreiben, welchen Satz, Gedanken ich mitgenommen habe, ist ganz sicher der, dass die wirkliche Liebe, die uns unabdingbar ereilt, die von unserem Gott und Vater ist. Er stellt keine Ansprüche, hat keine Erwartungen und nimmt uns immer so, wie wir sind, so wie ich bin. Gott ist schuld an all der Liebe, schreibt er, die mich ereilt. Richtig. Das gefällt mir. Sehr schön. Danke, liebe Uli. Die Monika Xell schreibt was sehr Bewegendes. Und zwar bezieht sie sich auf den zweiten Geisterjäger-Pop, wo du über Stalingrad gesprochen hast. Ne? Sie schreibt, mein Vater war einer der Überlebenden. Er kam nach 3 Jahren frei. Sonst würde es mich nicht geben. Ich habe mein Leben 2003 Jesus gegeben. Danke für das ermutigende Video. Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich das lese. Starke Geschichte. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Ja.
Der Daniel Bockel schrieb, ich finde den Gedanken gut, einmal den Heiligen Geist in mir zu suchen und diesem Teil Gottes nachzujagen. Es ist ja so, dass wir Gott als Dreieinigkeit kennen und dieser Teil ist dem Jesus und Gott Vater aus der Bibel ein weiteres Drittel Gottes. Oftmals habe ich sicherlich das Wirken dieses in mir lebenden, stark sprechenden Geistes gedämpft, weil ich zu kleingläubig und skeptisch diesem Reden manchmal gegenüberstand. So will auch ich auch zu einem Jäger werden, der Gott in dieser lebendigen Form sucht, neben den Dingen, die aus seinem Wort zu mir kommen. Sehr, sehr schön. Ja, das haben wir alle damit alle schon traurig gemacht, verpasst, aber wir arbeiten an uns. JB schreibt, was für ein Input, einer der besten oder auch der beste Pop überhaupt. Widerstehe dem Teufel beständig. Das war der Satz, der mich heute getroffen hat. Ich persönlich lebe das oft viel zu halbherzig und lasse mich vom richtigen Weg abbringen. Aber ab heute wird Satan auch wieder bei mir zittern, wenn ich morgens die Augen öffne. Yes! Die Fahne von Bernd rief bei mir einen Witz in Erinnerung. Ein Mann kommt in einen Fahnenshop und wollte eine Deutschlandfahne in Blau. Der Verkäufer meinte, die gibt's nur in Schwarz-Rot-Gold. Okay, sagt der Mann, dann nehme ich eine in Rot. Okay. Yes, Rot. Oh wei. Ja, der Pop 59, komm nach Hause vom Freitag. Da schreibt der Ulrich Eggers. Das war für mich der wohl beste Pop. Ich habe ihn das erste Mal heute Morgen bei den Stallarbeiten gehört und dann mit Kerstin gesehen. Nicht nur, dass mir das gefallen hat, was du, liebe Iris, vorgelesen hast. Die Zeilen von dir, Bernd, haben mich zu Tränen gerührt. Toll gelesen und mit allen innewohnenden Gefühlen hast du, lieber Bernd, das so toll vorgetragen. Ich war genau da, was du vorgelesen hast. Ganz oben und ganz unten. Egoistisch, sexistisch, narzisstisch, hochmütig und oft gemein. Und ich war unten bei Kälte, Schuld, Versagen und Neid und, und. Ich habe mir alles genommen und habe alles verloren und es hat mir immer irgendetwas gefehlt. Ich war ein Suchender so viele Jahre, bis ich zu Jesus und Gott kam. Diese heutige Geschichte hat mir noch einmal klar vor Augen geführt, was nicht nur ich, Mann, durchmacht und was einem passieren kann, ohne zu wissen, was genau es ist, was einem fehlt. Nach Hause kommen konnte ich immer, egal was ich getan habe. Aber dieses Haus, das Heim meines wirklichen Vaters, genießen und spüren zu dürfen und es irgendwann mit all seiner Fülle, Kraft, Wärme, Güte und Liebe betreten zu können, wirklich nach Hause zu kommen und dann bis in alle Ewigkeit meinem Vater, Jesus und allen Kämpfern und großartigen Menschen vor meiner Zeit begegnen, sprechen und nahe zu sein, darauf freue ich mich. Wunderschön. Jetzt treibst du mir ja die Tränen in die Augen und die Gänsehaut. Das ist, hast du sehr, sehr schön ausgedrückt. Sehr bewegend. Seine liebe Frau, die Kerstin Löwer, schreibt auch, der wahrscheinlich beste Pop. Danke, danke, danke. Genau so habe ich meine Heimkehr erlebt. Und es berührt mich heute noch genauso wie vor fast 2 Jahren. Ich weiß, dass Gott Purzelbäume vor Freude macht, wenn eins seiner Kinder nach Hause kommt. Nein. Ja, absolut richtig, Kerstin. Super. Ja, dann hat uns eine Mail erreicht von der Petra, die schrieb, so wie ich euch auch geschrieben habe, bin ich nun Serientäter bei euren Pops geworden. Oh, das ist eine gute Art, weiter damit. Super. Die kurzen Formate um die 45 Minuten, unsere Tochter wird jetzt sagen, kurz sind 1,5 Minuten. Ja, die junge Generation. Kurz ist relativ, je nach Lebensalter und was man sucht, genau. Die sind so auferbauend, schreibt sie. Ihr zwei seid damit für mich gerade so sehr ein Segen. Besonders die Predigt Wurzeln und Flügel war super. Ich werde die Teile 1 bis 3 unbedingt nachhören. Eure Worte, die Unterweisung, die ihr so liebevoll und nachdrücklich vermittelt, es ist eine so tolle Quelle für mich, euch zuzuhören und Dinge mitzunehmen in mein Leben. Ich habe 2 Teenager-Mädchen. Ja, der nächste Kommentar kommt. Ich schreibe euch definitiv was. Bitte macht weiter mit diesem knackigen Format, so komprimiert und geistreich das Wort und die Lehre daraus zu verkünden. Mir hilft es gerade sehr, eure Impulse sind so wertvoll und in vielen Dingen eine Anregung. Was mir sehr gut gefällt, ist die Alltagstauglichkeit. Nochmals vielen Dank für euren Ideenreichtum. Seid weiterhin gesegnet, um ein Segen zu sein. Herzliche Grüße, Petra. Vielen Dank, Petra. Liebe Grüße zurück. Total klasse, was du schreibst. Danke. Ja, das spielt uns ja auch zu, weil wir machen das ja hier nicht, um ja so eine Art Bibelschule zu machen. Also da guckt ja jeden Tag ein bisschen Bibel an. Das können auch andere, das können viele, das machen auch viele. Das sind coole Sachen dabei. Wir glauben,
dass wir das hier tun, gerade in dieser Corona-Chance, um Beziehungen herzustellen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich selbst höre mir auch so ein paar Podcasts an und ich mag die besonders gern, die eben nicht nur steif auf ein Thema hinarbeiten, sondern wo man so ein bisschen was von der Person auch mitbekommt, wo es eben um mehr geht als nur um ein Kernthema, was natürlich dazugehört, keine Frage, und auch der Kern der ganzen Sache ist. Aber ich höre Leuten gerne zu, wo ich den Eindruck habe, ich kenne sie ein bisschen. So. Und ich weiß, dass hier auch Zuschauer dabei sind, wir haben uns noch nie gesehen, aber du empfindest schon so ein bisschen, dass du uns kennst. Und das ist auch so, weil what you see is what you get. Wenn wir sind, wer wir sind. Wir haben vor einigen Jahren aufgehört, zu versuchen, jedem zu gefallen. Das hat nie geklappt. Deswegen haben wir uns entschieden, so zu sein, wie wir sind, auf die Gefahr hin, dass nicht jeder uns mag und dass Leute denken, wow, die müssten doch ganz anders sein. Das magst du ja tun, aber wir sind ja auf dem Weg, weißt du, das ist das Schöne. Wir sind beständig auf dem Weg, wir entwickeln uns beständig weiter, aber vielleicht kommen wir nie da an, wo du bist oder wo du denkst, dass wir sein sollten. Das kann sein, das Risiko besteht. Aber wir glauben, dass dieses Format, sagt man ja dazu, dass das einfach ein bisschen wärmer ist, als einfach nur Bibellehre zu bringen. Und dennoch glauben wir, dass diese Wärme dazu führt, dass ich das, was ich dann höre, anders nehme. Weil es verbunden ist, auch mit uns jetzt als Persönlichkeiten, weil wir reden hier über nichts, was wir nicht selbst auch leben. Nicht, dass wir in all dem perfekt sind und keine Fehler machen, aber das ist unsere Richtung. Ihr wisst ja, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und wir lassen euch einfach teilhaben an der Richtung, in der wir unterwegs sind. Und wenn dir das gefällt, weiß ich, dann bist du dabei, bleibst dabei, lädst sogar Leute ein. Und wenn nicht, ist das in Ordnung. Dann findest du vielleicht einen anderen Podcast oder einen anderen YouTube-Kanal, wo du eher das findest, was du erwartest. So nur mal so ganz nebenbei, weil ja, beim 60. Mal kann man ja mal sowas erklären, wenn es auch eigentlich offensichtlich ist. Die ganze Zeit über. Wir haben das nie versteckt. Okay, Bernd, was wächst denn hier? Ja, was hier wächst, hier wachsen interessante Sachen. Und ich würde aber, bevor ich zu den zwei Töpfen hier, das eine ist gar nicht mal richtig zu sehen, schaut mal, das ist Roggen. Guck mal, Roggen. Vielleicht ist es auch Gerste, ich bin mir nicht ganz sicher. Sieht so ähnlich aus. Ich sag mal, es ist Roggen, es ist jetzt festgelegt, Roggen. Okay, die Bauern denkst, unter euch können uns ja schreiben, wir sind dankbar. Ihr wisst das bestimmt ganz genau, ich denke, das sieht so ähnlich aus, aber wahrscheinlich gibt es da doch einen Unterschied, den ich jetzt gerade nicht kenne. Aber das ist auf jeden Fall Weizen, das weiß ich genau. Das ist Weizen, der ist nur noch nicht ganz so reif, könnt ihr ihn sehen, so die Spitzen. Ja, darum geht es auch gleich, aber vorher eine Bibelstelle aus Lukas 8, die Verse 5 bis 8. Der Sämann ging aus, um seinen Samen zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen. Und als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes mitten unter die Dornen. Und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältig Frucht. Und als Jesus das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann war das ja so, dass er gefragt wurde. Ihm folgten ja nicht nur seine 12, sondern wahrscheinlich eine Gruppe von um die 100 Leuten nach in dieser Zeit. Und die sagten, was heißt das? Was willst du uns sagen mit diesem Gleichnis, wie die Bibel ja diese Art Geschichten nennt, die uns etwas beibringen sollten? Und dann fing er an zu erklären. Er fing an und sagte, der Same ist das Wort Gottes. Das ist ein Teil seiner Erklärung, der Einleitung sozusagen. Also das, was hier beschrieben wird, man nennt das ja auch die vierfache Saat, einiges ist die vierfache Reaktion der Saat, um die es hier geht, die war immer dasselbe, nämlich das Wort Gottes wurde ausgesät. Das, was Jesus gepredigt hat, das, was wir heute in der Bibel haben, das ist das, was Gott aussät unter Menschen, unter dir, unter mir, unter letztendlich nahezu jedem lebenden Menschen wurde das Wort in irgendeiner Form schon ausgesät. Es gibt immer noch Menschen, die das noch nie gehört haben, aber der Großteil hat es. Vor allem hier im Westen dürfte keiner die Entschuldigung haben, sondern ich habe nie von dem Evangelium gehört, ich habe nie von Jesus, nie von der Bibel gehört. Nun, Gottes Wort ist übernatürlich im Ursprung. Es ist ewig in der Dauer. Es ist unaussprechlich im Wert. Es ist unendlich im Umfang. Es ist wiederherstellend in Kraft, unfehlbar in Autorität. Es ist universell in der Anwendung und es inspiriert in seiner Gänze. Das vielleicht kurz zusammenfassend, darum geht es, um dieses Wort
Gottes. Und wir sollten dieses Wort, wir sollten es durchlesen, wir sollten es niederschreiben, wir sollten es beten, wir sollten es ausleben und wir sollten es weitergeben. Mhm. Dafür ist es da. Dafür hat Jesus gesagt, ist es da. Dafür hat er uns das Wort anvertraut, damit wir damit dementsprechend umgehen können. Jetzt erklärt er weiterhin. Er sagt, die am Weg sind die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Gemein. So mit anderen Worten, das sind Menschen, die haben das Wort schon gehört. Mhm. Vielleicht im Religionsunterricht, vielleicht in der Kirche, als sie Kind waren. Vielleicht durch einen Fernsehprediger oder in irgendeinem Gottesdienst oder im Christuszentrum. Haben da mal gesessen, vielleicht während der Taufe als Gast und haben das Wort oder gehört. Oder haben Pop geguckt. Oder haben Pop geguckt. Vielleicht bist du jetzt gerade so jemand, das erste Mal sowas überhaupt hört und denkt, was sind das für crazy people? Leute, wir sind total verrückt, weggerückt von der Norm, was hier zur Zeit der Zeitgeist widerspiegelt. Und das sind wir bewusst und begeistert, mehr denn je. Je verrückter die Welt wird, desto klarer werden wir. So sehe ich das mal. So, was diese Leute aber getan haben, und bitte tu du nicht dasselbe, sie blieben passiv. Sie taten nichts. Sie rafften das Wort nicht zusammen und nahmen es mit. Sie hörten es. So wie man schön sagt, da rein, da raus. Mhm. Und dann gibt es die zweite Gruppe. Das nächste, was Jesus sagte, waren die auf dem Felsen. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Sie haben das Wort gehört und sie haben es genommen, sie haben es in ihre Tasche gesteckt. Sie waren jedoch Schönwettergläubige, solange alles gut lief, solange glaubten sie das und folgten dem auch ein Stück weit. Aber sobald es schwierig war, gingen sie in ihre alten Verhaltensmuster zurück. Das Wort hatte ihr Herz nicht verändert, es hatte keine Wurzeln geschlagen. Oder früher gab es mal eine Sendung, für die ganz Alten von euch wissen das noch, der blaue Bock. Da gab es einen hessischen, einen Frankfurter Appleboy-Experte und der hat da mal was gesagt, der ist Heinz Schenk. Kennt ihr noch jemand? Ja? Der sagte, wenn du das Pflänzchen nicht gießt, dann verdöttert er. Der Baum oder die Pflanze, was auch immer. Und das ist hier passiert. Hier ist was verdorrt, sagt Jesus. Das ist auf den Felsen, ohne Wurzel, die Sonne kam. Und was passiert? Es verdorrt. Es geht kaputt. Es hat keine Feuchtigkeit, keinen Zugang zu dem, was man braucht. Und wisst ihr, Wurzeln sind so wichtig. Ich habe euch ja hier eine Weizenpflanze mitgebracht. Und wenn ihr euch vorstellt, so ein Pflänzchen, sind jetzt zwei Stück drin. Eines dieser Pflänzchen, jedes dieser Pflänzchen, du könntest auf dem Feld schauen mit Hunderttausenden davon oder Millionen. Jedes hat eine Wurzellänge von 50 Kilometern. All die feinen Haarwurzeln zusammengerechnet, hat jemand ausgerechnet. Seht ihr in Fachbüchern, habe ich in meiner Gärtnerausbildung schon gelernt. Blutzi heißt übrigens Blumen- und Zierpflanzenbauer. Das war mein Beruf, mein erster Lehrberuf. Und hier haben wir Roggen, wie gesagt, ich habe es ja als Roggen erklärt. Und Roggen hat sogar 80 Kilometer. 80 Kilometer pro Pflanze. Das heißt, wir haben hier 160 Kilometer plus 100, 260 Kilometer Wurzeln. Krass. Wie weit kommen wir da? Weit über Karlsruhe hinaus, weit über Stuttgart hinaus von hier. Mit diesen Wurzeln in der Länge dieser zwei Töpfchen hier. Ja, cool. So kann es gehen. Wurzeln sind entscheidend. Es gibt ja Breitwurzeln, es gibt Tiefwurzler wie Palmen, die gehen bis zu 50 Meter tief. Mhm. Und die meisten anderen haben ja nur eine Wurzeltiefe von 60, 80 Zentimeter. Auch Bäume sind oft nicht viel tiefer. Die gehen in die Breite, die gehen nicht in die Tiefe. Anderes Thema. Okay, das nächste, was er sagt, ist die dritte Gruppe, nämlich die Dornengruppe. Hm. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Hm. Hier haben wir eine reife Frucht, seht ihr, die ist schon nahezu erntereif, weil ganz gelb. Hier sehen wir, wie Weizen aussehen würde, wenn er erntbar wäre. Der hier ist noch grün, der muss noch eine Weile auf dem Feld bleiben, hm. Aber das hier ist erntereifer Weizen. Und auch hier wird das Wort gehört, es wird genommen, aber was hier fehlt, ist die Hingabe. Es findet oder fand hier in dem Beispiel keine Hingabe statt. Oft ist hier das Wort Gottes nur so ein Mittel zum Zweck. Wohlstand,
wenn ich Wohlstand habe, dann geht es mir gut, dann brauche ich das nicht mehr. Oder Heilung, wir haben so oft Leute erlebt, die bei uns in die Kirche kamen. Die wurden geheilt, teils von wirklich unheilbaren Dingen. Und danach haben wir sie nie wieder gesehen. So, die hatten, was sie wollten und weg waren sie wieder. So, ich meine, du musst ja nicht zu uns in die Kirche gehen, aber die Beziehung zu Gott führt dich eigentlich immer dazu, dass du Gleichgläubige suchst und dort in Gemeinde dich einlässt. Das ist biblisch. Hm. Jeder Christ gehört in eine Kirche. Ja. Und zwar nicht nur als Zuhörer und Platzwerber, sondern als jemand, der mitarbeitet in der Weise, wie Gott ihm das erlaubt, wie Gott ihn ausgerüstet und begabt hat. So. Ja, und das ist diese Art von Leuten unter Dornen gesät. Mhm. Die hatten ihre Erweckung, die haben erlebt, Gott ist real. Und doch kommen dann Dinge in ihr Leben und zwei dieser drei genannten Ablenkungen, die sie ja wieder weggebracht haben von Gott, sind positive Art. Mhm. Also nicht, oh, Verfolgung und müssen um ihr Leben fürchten, das ist in Deutschland ohnehin nicht so wirklich real. Aber was hier geschrieben steht, ist zum einen Reichtum, Sorgen und Reichtum und Vergnügung. Also Sorgen ist durchaus nicht immer positiv, wobei, wenn du dir mal überlegst, worüber sorgen sich denn Leute, die Reichtum und Vergnügung haben? Genau, die sorgen sich um ihren Reichtum. Bleibt der auch. Die sorgen sich, dass die Vergnügung auch weitergeht. Dass mein Leben auch als Rentner immer noch im Wohlstand ist und so weiter und so fort. So kann ich mich sorgen um wirklich gute Dinge und es kann mich wegziehen von Gott. Statt dass ich weiter auf ihn vertraue, vertraue ich dann auf das, was er mir gegeben hat. Wie crazy ist das denn? So, statt Dankbarkeit und Hingabe bewirken Gottes Segnungen, dass man sich nun mehr mit den Segnungen beschäftigt, als mit dem Segner selbst. Oder anders ausgedrückt, Leute suchen mehr die Hand Gottes, als das Angesicht Gottes. Als seinen Willen, seinen Plan, seine Liebe, die Beziehung zu ihm. Die wird dann hinten angestellt. Hinter all die netten Dinge, die man hat, wenn man Gott nachfolgt. Und vor allem, wenn man eben auch eine Theologie hat, wie wir sie eben auch im Christuszentrum predigen und haben. Andere sagen Wohlstandsevangelium dazu. Ich würde das gar nicht so nennen, weil es dem Ruf nach ist es ja verpönt. Ne? Christen sollten nicht viel besitzen, sollten arm sein und ein bisschen leiden. Das ist schon in Ordnung. Das glauben ja viele. Wir glauben aber, dass wir als Christen zutiefst berufen sind, Wohlstand zu haben. Nur ist Wohlstand eben nicht nur das, was einige Leute darunter verstehen. Eine Million auf der Bank ist nett, aber das ist für mich nicht Wohlstand. Wohlstand heißt, wenn ich wohl stehe in allen Bereichen meines Lebens, vor allem in Beziehungsdingen, ja, wohlstehe zu meiner Ehefrau, wohlstehe zu meinen Kindern, zu meinen Eltern. Weil was nützt mir denn eine Million, wenn das nicht stimmt? Ja. Dann ist das Leben doch kaputt. Dann nützt mir auch Wohlstand in finanzieller Art nichts. Aber das gehört auch dazu. Wohlstand im Gesundheitlichen. Mal ehrlich, wünschst du dir das nicht, dass du gesundheitlich so bist, dass du sagen kannst, mir geht's wohl in allen Bereichen, egal wie alt ich werde, mir geht's wohl dabei, ich bin gesund. Das ist Gottes Wille für uns, das glauben wir zutiefst, das erleben wir seit mehr als drei Jahrzehnten. Wer will das nicht? Also insofern, aber auch monetärer Wohlstand gehört dazu. Ich sollte einen Überfluss haben an allem, was ich brauche. Wie kann ich etwas geben, wenn ich zum eigenen Leben nicht genügend habe? Versteht ihr, das ist ein Novum. Ich brauche Überfluss, um das tun zu können, was Gott mir dann sagt. Schenk mal jemand 100 Euro so nebenbei, der gerade eine Ermutigung braucht, wenn du keine 100 Euro hast. Merkst du was? Da fängt es schon an. Wenn ich nur an mich denke, ich habe genug für mich, ist das sehr egoistisch. Wir sollten so viel haben, dass wir es zum Geben haben. Das ganz nebenbei ist gar nicht Thema heute. Aber Iris hat ja neulich drüber gesprochen. Und wie ich sie kenne, spricht sie bestimmt nochmal über Finanzen. Weil das ist ein cooler Punkt. Ja, wir wissen, das Schlüsselwort in dieser Gruppe unter die Dornen gefallene ist Reife. Reife fehlt. Mhm. Reife war nicht vorhanden. Das ist reif. Da kann ich was von ernten. Da kommt was rüber. Weil alles, was in der Pflanzenwelt nicht reift, stirbt. Jede Pflanze ist ausgerichtet auf Reife. Was nicht reift, geht ein. Geht kaputt. Was unfruchtbar bleibt, verliert seine Existenzberechtigung auf dieser Welt. Und das ist bei uns Christen nicht anders. Lest mal, was Jesus sagte über das dritte Jahr bei dem Baum, der keine Frucht mehr bringt. Und das war ein direktes Bild für Christen, die seit Jahren sich nicht mehr verändern, sich nicht entwickeln. Es geht nicht nur um Reife nach außen, es geht um Reife auch nach innen. Mhm. Ich sprach ja neulich über intrinsische und extrinsische Reife. Hier geht es drum. Okay, das Letzte und das Positive, was Jesus uns schreibt, ist, dass die vierte Gruppe der Reaktion. Dass in dem guten Erdreich aber es sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren.
jetzt sehen wir klar, worum es eigentlich geht. Hier sehen wir vorbereiteten Boden. Das war nicht Stein, das war nicht der Weg, das war nicht die Dornen. Hier war ein vorbereitetes Stück Land. Hier waren Herzen, die waren vorbereitet. Die waren bereit, sagen, Gott, ich will von dir hören. Ich nehme das, ich mache was damit, ich sähe es auf meinen Lebensgrund aus. Menschen haben aktiv an dem Herzen gearbeitet und sich dem Geist Gottes hingegeben mit dem einen großen Ziel, was jeder Christ haben sollte. Egal, welche Kirche du angehörst. Glaub mir, egal, ob du charismatisch bist oder evangelikal oder katholisch, das eine Ziel haben wir alle. Christus-Ähnlichkeit. Das ist das höchste Ziel für jeden Christen jederzeit. Alles andere kann man drüber reden, aber das Ziel, darum geht es, Christus-ähnlicher zu werden. Weniger von unserer egoistischen Natur und mehr von ihm. Wie weit wir in diesem Leben damit kommen, kann ich dir nicht sagen. Ich sage dir nur eins, du kannst weiterkommen, als du heute bist. Und ich kann weiterkommen, als ich heute bin. Das ist, was ich sicher weiß. Also, diese Menschen haben sich entschieden, beständig das Richtige zu tun. Was in einer meiner Lieblingsbibelstellen nochmal klar gemacht wird, in Galater 6, Vers 9. Ernte heißt es dort, in meinen Worten jetzt, Ernte bekommt der, der beständig das Richtige tut. Das Richtige bestimmt das Wort Gottes. Das Saatgut bestimmt, was richtig ist. Wenn das begossen wird, wächst das Richtige. Okay? So, manchmal müssen wir unsere Ohren für gewisse Dinge zumachen, damit wir andere Dinge hineinlassen können. Alles, womit wir uns füllen, bestimmt, wer wir sind und was wir sind. Wenn ich ein Fazit stellen sollte hier, dann würde ich sagen, alle vier Gruppen haben das Wort Gottes gehört. Doch nur die, die ein standhaftes Ausharren, so nennt sich das hier, entwickelt haben, die bringen Frucht hervor. Zum einen innen drin, sie reifen, werden Christus ähnlicher, zum anderen auch nach außen. Sie werden anfangen, mit Leuten zu reden. Sie werden anfangen, vom Evangelium zu erzählen. Bis zum Extrem, dass einige Tote auferwecken werden, Dämonen austreiben werden. Oder was wir als relativ normal empfinden, Menschen heilen werden. Nicht aus ihrer Kraft, sondern aus seiner Kraft. Denn das ist, was er möchte. Dafür hat er uns ausgesandt, wie wir auch im Johannes-Evangelium lesen können. Geht hin, tut dieselben Werke, tut größere. Wenige Verse später ergänzt Jesus noch einen Satz oder zwei. Im Lukas 8, 18. So habt nun Acht, wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Wer das Richtige gehört und es gehorsam umgesetzt hat, dem wird entsprechend gegeben werden. Wer dem Wort nicht Gehör schenkte und nicht gehorsam war, dem wird auch das bisschen geistliche Erkenntnis verloren gehen, was er bisher hatte, weil er es nie angewendet hat. Der Täter des Wortes ist der, der lebt, nicht der Hörer. Hören ist eine Sache. Alle vier haben das Wort gehört. Aber die angefangen haben, das Richtige zu tun, in denen ist sozusagen der Same aufgegangen, hat Frucht getragen, war tief verwurzelt, hält auch üble Zeiten aus. Ich habe neulich einem Bruder geschrieben, der gerade vor einer Herausforderung steht. Ich habe ihm Mut gemacht, ich habe geschrieben, wenn wir gewinnen, loben wir den Herrn. Und wenn wir verlieren, loben wir den Herrn. Das ist eine einfache Weisheit, habe ich aus einem Film geglaubt, fand ich so stark. Faith in the Giants war das. Das war so stark, genau das ist die Haltung, die Christen haben. Heißt das, wir rechnen mit Niederlage? Nein, rechnen wir nicht. Aber wenn sie kommt und wir sie nicht verstehen, und ich verstehe nicht alles, was ich erlebe, ich verstehe wirklich geistlich nicht alles, dann lasse ich es stehen und gebe Gott immer die Schuld für das Gute und nicht für das andere. Okay? Damit fahre ich sehr gut übrigens. Ich muss nicht alles verstehen. Und ich habe noch ein Zitat für euch mitgebracht, und zwar aus einem ganz vortrefflichen Buch, das nächstes Jahr neu aufgelegt wird, das werde ich euch dann empfehlen, es wird Pflichtlektüre werden, aus Die siegreiche Gemeinde von Kenneth E. Hagin, einer meiner geistlichen Väter. Er schreibt, der größte Kampf, den wir je zu kämpfen haben, richtet sich nicht gegen den Teufel, sondern gegen unser Fleisch. Unser Fleisch meint unsere Begierden, unsere Sehnsüchte, unsere eigenen Ideen, Träume, und eben auch Sünden, alles, was uns wegzieht, dagegen zu kämpfen. Das ist unser Hauptkampfwerk.
Weil entweder ich tue seinen Willen oder ich tue meinen Willen. Da führt es immer dran hinaus. Das hat Jesus kurz vor Golgatha im Garten Gethsemane selbst deutlich gemacht. Da klingeln sogar die Glocken. Ganz genau. So sieht's aus. Ja. Mein Wille, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, hat er zu Gott gesagt, vor seiner Kreuzigung. Es war nicht das Schönste, was man sich wünschen kann. Im Gegenteil, es war grausam. Aber er hat es als Gottes Wille verstanden und durchgesetzt. Mhm. Wir haben in der aller Regel viel schönere Dinge, die wir tun können, wenn wir seinen Willen tun. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Und ich fände es schön, wenn Iris jetzt noch uns einlädt, diesen Grund überhaupt zu legen, diese Bodenvorbereitung zu machen, damit das Saatgut auf dem richtigen Boden fällt. Genau, wenn du dein Leben Gott anvertrauen möchtest, Jesus Christus zu deinem Herrn machen möchtest, dann laden wir dich wie immer am Ende unseres Pops dazu ein, ein Gebet der Hingabe, was ja die Dornen ausrottet, so habe ich heute gelernt, an Gott zu beten. Nein. So schließ doch mit uns deine Augen und sprich mir Folgendes nach. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich bringe dir heute meine Sünden und Fehler. Ich bringe dir heute meine Sünden und Fehler. Und bitte dich, vergib mir meine Lebensschuld. Und bitte dich, vergib mir meine Lebensschuld. Mach mich zu einem neuen Menschen. Mach mich zu einem neuen Menschen. Jesus, ich will dir nachfolgen. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von heute an. Von heute an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Und dann in Ewigkeit. Amen. 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 Ja, das ist gut. Ja. Und ich würde gerne noch beten, einfach für jeden von euch, der sagt, ja, ich war schon unter den Dornen, ich war auch schon irgendwie auf dem Weg und auf dem Felsen, aber wo ich dauerhaft sein bleiben möchte, ist auf diesem guten Boden. Ja, das möchte ich sein für Gott. Und ich weiß, einige haben tatsächlich so ein Lebensfeld, das ist gemischt. Du hast dann ein Stück guten Boden, ein Stück Felsen, ein Stück Weg und deswegen manche Dinge, was man sich im gesundheitlichen funktioniert es fantastisch und fängst Gottes Wohlstand. Und finanziell hast du ständig ein rotes Konto, weil du da irgendwie noch nicht konsequent bist. Vielleicht gibst du nicht deinen Zehnten oder machst andere Dinge, wo du weißt, ah, ist falsch. Oder im sexuellen Bereich bist du vielleicht gerade jetzt in der Beziehung, du weißt genau, die ist falsch, wenn du nicht verheiratet bist. Sex gehört ausschließlich in die Ehe, nicht davor, nicht außerhalb. Was auch immer in deinem Leben gerade los ist, das sind Punkte, wo du Missernte haben wirst, wo das nicht zustande kommt, was Gott so gerne für dich haben will. Weil es gibt die eine Grundvoraussetzung, um all das zu haben, was die Bibel uns sagt. Und Jesus betont es immer und immer und immer wieder, und Paulus auch und Johannes auch und Jakobus auch. In ihm zu sein, ist der Schlüssel. Mhm. Wenn wir in ihm sind und seine Worte herrschaftlich in uns sind, dann werden wir bitten, was wir wollen und es wird uns gegeben werden. Versteht ihr? In all den Bereichen, wo das der Fall ist, erleben wir Siege. In all den Bereichen, wo wir daneben machen, wo wir unsere Ziele, unsere Pläne in Sünde leben wollen, erleben wir Niederlagen. Mhm. Manchmal ganz furchtbar. Und manche stellen dann Gott die Frage, Gott, warum lässt du das zu? Gott sagt, hey, wo bist du gerade? Warum bist du nicht im Schutzraum, den ich dir gezeigt habe? Ich habe dir mein Wort gegeben, da steht alles drin. Verhalte dich danach und du erlebst anderes. Okay? Und wenn du das bist, möchte ich dich gerne segnen. Weil das ist jetzt Zeit zur Buße, finde ich. Ich glaube, dass wir wirklich Leute dabei sind, ihr solltet Buße tun. Das heißt, umkehren von dem, was ihr bisher tut. Weil ihr wisst, es ist falsch. So segne ich dich jetzt in Jesu Namen mit Klarheit von dem, was Gott für dich hat. Und ich breche die Kraft des Feindes über dir. Da, wo du dich fremdgesteuert fühlst, wo du in Bereichen deines Lebens Mist gebaut hast, wo du nicht durchgezogen hast, was Gott dir gezeigt hat, binde ich die Verblendung vom Feind und löse dich für den vollkommenen Willen Gottes. Ich bete, Vater, dass du jeder Mann und jeder Frau hier zeigst, was du für ihr Leben geplant hast und wo die Saat auf falsches Land fällt. Herr, komm du, hilf du, jetzt den Boden zu beackern, hilf die Dornen zu entfernen, hilf das Saatgut vom Weg und von den Felsen auf das gute Land zu ziehen. Herr, dass das ganze Leben gesegnet ist, dass auch Menschen in der Umgebung von jedem, der hier zuhört und zuschaut, sieht, wow, Gott macht wirklich einen Unterschied. Es macht einen Riesenunterschied, mit Gott zu leben oder ohne ihn. Mhm. Ich danke dir, dass dieser Segen fließt, gerade jetzt. Und dass du jetzt hier, ich sehe, da ist jemand, Gott gibt dir keine Ruhe, bis du nicht diese eine Sache geklärt hast. Das ist nicht der Teufel, das ist der Herr, der dich immer wieder erinnert, eine gewisse Anzahl zumindest, bis du umkehrst und das in Ordnung bringst. So nimm es als Ermutigung und als liebevolle Schulterklopfen von Gott und sag, hier ist noch was. Danke, Herr, dass du uns auch so führst und uns hilfst,
da wo wir selbst blind sind, Dinge zu erkennen, die unser Leben segnen können, wenn wir sie ändern. Mhm. Danke, Herr. Amen. Ja, gut, super. Ja, ja, ich hoffe, es hat was bewegt. Ich hoffe, das Saatgut fällt jetzt auf noch besseren Boden als vorher. Und vielleicht bei dem einen oder anderen, wenn ihr eben das Gebet von Iris mitgebetet habt, dann bist du gerade in ein ganz neues Leben eingetreten. Unterschätzt es nicht. Das ist nicht einfach nur besser als vorher. Es ist komplett neu. Und du wirst Dinge erleben in diesem Leben, die du dir bisher nicht mehr vorgestellt hast. So, deswegen sagen wir an dieser Stelle immer, such dir eine gute Kirche in deiner Umgebung, geh in die Gottesdienste, versuch Teil der Kirche zu sein, mitzuarbeiten, wo du kannst und vor allem hab jeden Tag Gemeinschaft mit Gott. Lies in deiner Bibel jeden Tag und sprich mit Gott. Nimm dir immer ein paar Minuten dafür und wunder dich nicht, wenn du mehr und mehr Sehnsucht bekommst, dass das länger wird als nur ein paar Minuten. Das ist normal, die Richtung stimmt. Genau. Ja, wir laden dich ein, verbinde dich mit uns, falls so nicht passiert. Folge uns auf Facebook, auf Instagram, ja. Abonniere den YouTube-Kanal, falls noch nicht passiert. Und melde dich auch sehr gern zu unserem Newsletter an vom CCLM. Dann erfährst du, was es Neues gibt. Demnächst werden wir bestimmt auch wieder ein paar Veranstaltungen haben. Die Chance steigt. Ich denke mal, dass wir nach der Corona-Chance eine neue Chance bekommen auf Präsenztreffen. Nein. Und es wird so spannend, dich mal persönlich zu treffen, wenn du bisher nur im Pop warst. Genau, und wir schicken raus natürlich die Einladung zu den aktuellen Videos. Wir schreiben immer rein, wenn es was Neues gibt bei uns. Wir kündigen die Predigt, das Thema so ein bisschen an, sodass du weißt, hey, was kommt als nächstes. Wir schicken die Handouts als PDF immer raus zu den Predigten. Das heißt, wer das nachlesen will oder selber in einer kleinen Gruppe nutzen will, ihr seid herzlich willkommen, das zu machen. Und wenn du über all das verfügen möchtest, dann melde dich an unter www.cclm.de, mach ein Abo für unseren Newsletter. An der Stelle auch vielen, vielen Dank an alle unsere treuen Spender und auch alle von euch, die wir noch gar nicht kennen, die uns unterstützen, unser Dienst in dieser Corona-Zeit unterstützen. Vielen Dank, wo ja der Wegbruch plötzlich aller Präsenzgottesdienste schon erstmal bedrohlich aussah, aber Gott sei die Ehre und euch vielen Dank für jeden Cent, den ihr gegeben habt und gebt an der Stelle. Ja, und egal. Ja, egal vielleicht nochmal, bevor ich diesen Abschlusssatz sage, denk dran, ich will hier noch was anfügen. Ne? Ah, auch ja, wenn es genau. Offiziell fertig ist, dann kommen noch die beiden Bilder von der Gemeinde und von uns, wo ihr mehr von uns seht. Und danach kommt das, was Ulrich Eggers beigetragen hat am Sonntag im Gottesdienst. Die ersten 59 Pops sozusagen rückblickend in einem kurzen Vortrag, wo alle Titel enthalten sind. Ich fand es klasse, es war echt eine Überraschung am Sonntag. Gemacht, ja. Ja, und vielleicht magst du es dir anschauen, dann bleib einfach noch ein bisschen dran. Ansonsten, egal was gerade so in deinem Leben los ist, verlier die eine Sache nie aus den Augen. Gott ist schuld an allem Guten in deinem Leben. Jawohl. So sieht's aus. Ich sag bis morgen. Genieß die Zeit, wo es ein bisschen bewölkter ist. Die Sonne wird wiederkommen. Pünktlich zu den Ferien wird es wieder hell. Yay. Bis dahin, mach's bye, bye. Gut. Tschüss. Ihr Lieben, danke erstmal, dass ich hier sein darf heute Morgen und dass ich hier mit euch sprechen darf. Ich möchte einfach mal Danke sagen. Und zwar Danke an zwei liebe Menschen und zwar an euch beide. Liebe Iris, lieber Bernd, ihr habt die Corona-Krise zur Corona-Chance gemacht und habt mit viel Aufwand, Energie und aufbauenden Worten bisher über 59 Pops aufgezeichnet, überarbeitet, geschnitten und für uns online gestellt. Und ihr habt gemeinsam mit diesem wunderbaren Team hier mit viel Eifer dafür gesorgt, dass wir jeden Sonntag einen großartigen Gottesdienst haben. Heute möchte ich Dank sagen. Danke für all die Arbeit, die ihr bisher geleistet habt.
Danke sicherlich auch im Namen der Personen, die hier drin sind in dem Raum. Und danke auch sicherlich für alle Personen, die da draußen an den Geräten sind, für das, was ihr hier wirklich leistet. Die Arbeit und die Kraft, die ihr aufwendet. Und dass ihr uns mit wirklich vielen, vielen Impulsen ermutigt und leitet. Ich habe einen besonderen Dank vorbereitet. Und ich habe das aufgrund eurer Pop-Titel gemacht. Und wenn ich darf, ich glaube, ihr habt die alle nicht im Kopf. Und ich habe Dennis gebeten, dass er mir das mal eben hier auf die Wand schmeißt. Und ich möchte einmal mit euren Pops Danke sagen. Jetzt bin ich aber gespannt. Liebe Iris, lieber Bernd, danke. Denn ihr seid das Corona-Gegenmittel, denn täglich grüßt das Pastorenteam. So habt ihr Einflussnahme mit euren Worten und ihr sagt, man kann mit Gott ganz sicher sein, weil er weiß, wie Enge zur Weite führt. Und weil mit Weisheit und Wohlstand die Richtung wichtiger ist als die Geschwindigkeit. Darum pass gut auf, was du denkst, and don't worry, be happy. Denn auch mit Bonkes-Vermächtnis brauchst du nicht fragen, warum lässt Gott das zu? Weil Gottes Traum mit dir sagt, wir sind Jäger, nicht Beute. Und so werden wir länger leben, dank Corona, denn ein echter Schutz in diesen Zeiten ist angekommen. So kannst du Gott hautnah erleben, weil er dir gesagt hat, lass dir das bloß nicht gefallen, sondern sei mutig, dann erfährst du auch, wie du gesund alt wirst. Denn unser Herr ist kein schockierender Jesus. Er meint, durchhalten ist die Devise. So fragst du auch nicht Ostern, weil? Du brauchst dir keine Gedanken machen über eine Gehirnwäsche und dich fragen, ist das Leben grenzenlos? Alles, was du brauchst, ist das Wasserbad im Wort, das schon von Beginn an, der Genesis an, war und ist. Und trotzdem fragst du dich, bin ich safe? Der Herr erklärt dir doch mit seinen Worten ganz genau die Corona-Prophetie. Und wenn er dir aufträgt, bau die Mauer, wirst du in seinem Schutz sicher sein. Und alsbald, wenn der Teufel von dir wegrennt, machst du dir nie wieder Sorgen. Auch dann nicht, wenn tödliche Lügen von ihm sind, dann hau ihn um. Irgendwann, wenn du kannst Gott hören, dann kämpfe gut in seinem Namen, weil er folgt dir immer und überall hin. Vor allem, gut zuhören ist wichtig. Und wenn du meinst, du müsstest antworten und du fühlst, es liegt mir auf der Zunge, behalt es für dich, weil wer zuhört, ist weise, dann gibt es auch keinen Weg zur Hölle. Errichte lieber in seinem Namen Festungen, weil es ist schon alles da, was du brauchst und du weißt doch ganz genau, du hast das perfekte Leben, auch wenn du dich manchmal fragst, müssen Christen leiden? Nein, Entschuldigung, darum stärke deine Führungsqualitäten und werde ein guter Geisterjäger, der immer aufmerksam auf der Suche nach Liebe bleibt, die du ganz bestimmt in deinem Herrn findest. Darum sage ich dir und dir da draußen, dein Gott und Vater, komm nach Hause, in Jesu Namen, Amen. Wow, vielen, vielen Dank, lieber Ulrich. Wow, jetzt bin ich wirklich geblättet. Da hat doch jemand wirklich alle unsere Pops gehört oder gesehen. Super, eine super Zusammenfassung. Die müssen wir am Dienstag in den Pop mit reinnehmen. Das ist ja klasse. Vielen Dank, das war super, super Überraschung. Danke auch für das Danke. Das gebe ich gerne an meine Frau und an das ganze Team weiter, weil wie gesagt, es sind viele, die bei all dem mit dabei sind, was wir hier tun. Und es ist fantastisch. Und wir halten hier wirklich eine Fahne hoch in einer Art und Weise, die mich begeistert. Ich bin der Pastor, also mich begeistert es. Wenn ich noch kein Mitglied dieser Gemeinde wäre, würde ich es versuchen zu werden, wahrscheinlich, weil hier geht immer was ab, selbst digital sind wir nicht tot zu kriegen. Das gefällt mir. Das ist cool. Ja, die